Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang gehen wie immer ganz, ganz liebe Grüße an euch raus für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute zum Sonntag schauen wir wieder gemeinsam, was bringt denn die kommende Woche. Und zwar ist es die Woche vom 13. bis 19.06., wo wir wieder gemeinsam auf die Liebe schauen, auf Beruf und Finanzen, auf dein Dasein, auf dein Spirit, auf deinen Geist und auf einen ganz besonderen Wunsch von dir. Es ist wie immer ein allgemeines Orakel, meine Lieben, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. So, dann würde ich sagen, wir beginnen mit der Liebe. Dann haben wir hier den Narr, die Acht, der Stäbe und den Erfolg. Also. Mit dem Narren geht es in der Liebe, in deiner Partnerschaft, in deiner Verbindung um einen transformativen Neuanfang. Also hier mit den Schmetterlingen transformiert sich ja etwas ins Positive. Es geht hier um etwas Beschwingtes, es geht hier um etwas Leichtes, es geht um einen Neuanfang, um einen Neubeginn, der vom Universum geführt und beschützt ist, wo Nachrichten auf dich zukommen oder wo du Nachrichten versendest. Und also wie gesagt, das ist vom Universum geführt und beschützt. Hier ist eine starke Anbindung nach oben da. Das Universum sendet hier positive Impulse. Hier geht es viel um Kommunikation, um Gespräche, um Nachrichten. Und diese Nachrichten sind sehr positiv und es geht um einen Neuanfang und Neubeginn. Hier transformiert sich einiges in eurer Verbindung, in eurer Partnerschaft. Und der Erfolg gibt euch hier recht. Habt Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Also entweder kommt dieser Neuanfang auf dich zu oder ihr beide forciert diesen Neuanfang. Auf jeden Fall ist es vom Universum geführt und beschützt hier. Spielen positive Kräfte eine Rolle. Es geht hier um eine transformative Kommunikation auch, also dass ihr vielleicht in der Vergangenheit wenig gesprochen habt oder nicht richtig miteinander kommuniziert habt. Es kommt jetzt auch Leichtigkeit in die Kommunikation rein. Ne? Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Energie. Etwas Neues kommt in eure Verbindung oder es gibt einen Neubeginn. Generell bei dir im Leben, in der Partnerschaft, in der Liebe oder es beginnt etwas Altes wieder vollkommen neu. Das kann auch sein, ne? Auf jeden Fall geht es mit Kommunikation und Nachrichten einher und es wird positiv, es wird erfolgreich, ne? Es wird ein Happy End geben und es wird etwas Glückliches in dein Leben kommen, in der Liebe, mit dem Narren, mit dem Neubeginn, mit dem Neuanfang. Mit den Schmetterlingen wird es sehr transformativ und es wird sich entfalten, es wird sich ins Positive entfalten. Sehr eine leichte, beschwingte Energie. Ne? Sehr, sehr schön. Und mit den Acht der Stäben, auch eine der schnellsten Karten im Deck, kommen diese Gespräche, diese Nachrichten auch schnell rein in dieser Woche. So, dann schauen wir auf Beruf und Finanzen. Dann haben wir hier die 7 der Stäbe, die 10 der Kelche und die Gemeinschaft. Also, du solltest hier in dieser Woche beruflich, finanziell gut auf dich schauen und zu deinen Werten stehen, zu deiner Meinung stehen und diese nach außen auch verteidigen. Also, du solltest deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse verteidigen und auch dich für dich einsetzen. Ne? Es kann sein, dass hier von außen in einer Partnerschaft, das kann ja eine berufliche Partnerschaft oder eine finanzielle Partnerschaft sein, oder in einer Gemeinschaft dein Durchsetzungsvermögen gefragt ist. Ne? Also, dass du von deinen Wünschen, die du hier hast, beruflich und finanziell, nicht abweichen solltest, sondern dich dafür einsetzen solltest. Ne?
Dann kommt hier nämlich wieder die Sonne rein, beruflich und finanziell, ne? Das kann mit einer anderen Person sein, das kann mit mehreren Personen zusammenhängen, ne? Wo du dich durchsetzen solltest, wo du dich durchsetzen darfst, um hier die 10 der Kelche zu erlangen. Also das, was du dir hier wünschst. Es kann sein, dass worum es hier beruflich geht oder worum es hier finanziell geht, dass dir das sehr am Herzen liegt, ne? Dass es auch eine emotionale Geschichte ist, dass es vielleicht hier auch finanziell darum geht, sich hier ein Heim zu schaffen, hier, dass es hier um eine Immobilie geht, die du auch privat beziehen möchtest, ne? Und wo hier vielleicht mehrere Anwärter sind oder Anwärterinnen sind, ne? Und dass du dich auf jeden Fall dafür einsetzen solltest, dass du dafür kämpfen solltest und dass es dann ein positives Ende nimmt, wenn hier das Universum merkt, okay, du möchtest es unbedingt, du setzt dich dafür ein mit deiner ganzen Kraft, du erklimmst hier diesen Berg und dann geht es hier positiv voran. Also es ist wirklich eine Sache, für die du dich ja einsetzt und für die wo du dich verteidigst und wo du dich durchsetzt, die dir wirklich sehr am Herzen liegt. Das ist eine emotionale Geschichte, ne? Vielleicht geht es ja auch um ein Business, um einen Auftrag, der ergattert werden möchte, ne? Wenn du selbstständig bist, oder um eine Position, die neu besetzt wird, wo du dich ja auch gegen andere Anwärter durchsetzen darfst. Und wenn du das wirklich möchtest, wenn du dich mit aller Kraft dafür einsetzt, dann wird am Ende der Woche für dich die Sonne scheinen und du wirst das erhalten, was du möchtest. Also auf jeden Fall geht es hier darum, dich mit aller Kraft gegen andere Menschen durchzusetzen, weil hier geht es um etwas, wo viele Anwärter sind, wo entschieden wird, wer denn am Ende dieses sonnige Paket hier erhält. Ne? Das kann ein Haus sein, das kann eine Immobilie sein, das kann ein Auftrag sein, das kann eine Stelle sein. Ne? Also auf jeden Fall solltest du dich für das einsetzen, was du dir wünschst und dann geht es in die sonnige Seite. Ne? Also das kann beruflich oder finanziell sein, wie gesagt. Es sind auf jeden Fall hier mehrere Menschen involviert und wo es dein Durchsetzungsvermögen braucht, ne? Deine ganze Kraft, deine ganze Stärke. Aber wenn das Universum merkt, okay, du gibst hier viel rein, du gibst hier dein Herzblut rein, dann wird für dich am Ende die Sonne scheinen und du wirst das erhalten, worum es hier geht. Ne? So, dann kommen wir zu dir, zu deinem Geist, zu deinem Spirit, zu deinem Dasein. Dann haben wir hier wieder die 10 der Kelche. Der Ritter der Münzen, das Abwenden und das sich befreien. Also, ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Also, mit den 10 der Kelchen geht es hier so um die Happy Family, um das Glücklichsein miteinander, um Harmonie, um Geborgenheit, um Gefühle, um Liebe, die Gefühle ins Fließen zu bringen. Und hier kommt jemand mit einem Angebot auf dich zu. Mit einem sehr stabilen, gefestigten Angebot, mit einem sehr geheilten, spirituellen Angebot, ne? Also es kann sein, dass dir hier ein Mensch im Außen dieses Angebot macht. In eine gefestigte, sichere Partnerschaft zu gehen, diese Liebe zu leben, Emotionen fließen zu lassen. Und das kann sein, dass dieser Mensch aus der Vergangenheit wiederkommt, weil hier das Abwenden liegt und das sich befreien. Es kann sein, dass dieses Angebot von diesem Menschen, was hier auf dich zukommt, dass dieser Mensch schon mal weggegangen ist aus deinem Leben oder dass du aus dem Leben dieses Menschen weggegangen bist. Das kann auch sein. Ne? Und jetzt kommt dieser Mensch auf dich zu und macht dir also ein wunderschönes Angebot mit den 10 der Kelchen und der Ritter der Münzen. Also dieser Mensch ist ja wirklich geerdet, stabil, gefestigt und macht dir ja auch ein
ehrliches, faires Angebot, ne? Und dieser Mensch scheint sehr spirituell zu sein, hier auch mit den Heilsteinen und mit den Federn. Und mit den 10 der Kelchen ist es wirklich ein sehr, sehr liebevolles Angebot. Für andere kann das bedeuten, kann die 10 der Kelche so der äußere Schein sein, so die Happy Family nach außen, die du vielleicht immer dargestellt hast oder die du in deiner Familie dargestellt hast. Und davon möchtest du dich jetzt abwenden und möchtest ausbrechen, ne? Es gibt ja so Familien, die nach außen immer diesen Schein wahren möchten. Dass es nach außen positiv aussieht, die haben die besten Kinder, die haben den schönsten Urlaub erlebt, die haben immer die besten Fotos irgendwo drin. Hier läuft immer alles super im Job, in der Familie, mit Freunden, alles tippitoppi, ne? Und dass du jetzt für dich erkennst in dieser Woche, warum mache ich denn das für außen, ne? Also es ist ja eigentlich völlig egal, was die Leute von außen denken. Hauptsache, ich bin glücklich und du befreist dich hier aus diesem Bild, was du nach außen erschaffen hast. Wendest dich davon ab und brichst hier aus und setzt dich wirklich für dich selbst ein, wie du wahrhaftig bist, wie du authentisch bist, ne? Und dabei hilft dir diese Person hier, dieser Ritter der Münzen, dass du in deine Sicherheit kommst, dass du in deine Stabilität kommst, dass du in deinem Herzen und in deiner Seele dieses Bild der 10 der Kelche hat. Und woanders zählt es auch nicht, ob du dann da draußen schöne Fotos hast und ob die Menschen sonst was von dir denken, das spielt ja keine Rolle. Hauptsache, du bist in deinem Herzen und in deiner Seele so glücklich, wie es ja auf diesem Bild ist, ne? Das ist es essentiell wichtig. Wenn das nur im Außen bisher war, dann brichst du aus, dann befreist du dich davon. Und dieser Mensch unterstützt dich dabei, dass das auch im Inneren bei dir stattfindet, ne? Also wie gesagt, ein sehr spiritueller Mensch, der dich vielleicht auch dem Universum, dem Spirituellen, dem Schamanismus ein bisschen näher bringt, ne? Und wo es auch viel um Heilung geht, hier mit den Heilsteinen, mit den Federn. Und wo du in deiner Stabilität und in deiner Sicherheit ankommst, ne? Und ehrlich mit dir selbst bist, fair mit dir selber bist und in dir so eine wunderschöne Stabilität aufbaust, in Liebe mit dir bist, in Harmonie mit dir bist und dich von diesem äußeren Schein abwendest, ne? Oder wie gesagt, für die anderen kommt hier jemand wieder ins Leben mit einem Angebot, mit diesem Menschen. Hast du vielleicht lange keinen Kontakt? Dieser Mensch hat sich vielleicht abgewendet gehabt von dir oder du hast dich von diesem Menschen abgewendet. Das kann sowohl als auch sein, ne? Auf jeden Fall ein sehr schönes Angebot, was hier reinkommt, ne? Und hier liegen ja auch schon die 10 der Kelche. Das ist ja auch so für das, wofür du dich einsetzen solltest, ne? Wie hier, ne? Und es ist wichtig, dass es im Inneren stattfindet, ne? Damit es dann im Außen gelebt werden kann. Weil wenn man nur im Außen den schönen Schein wahrt, dann bringt das nichts, ne? Und das kann auch hier dieser transformative Neuanfang sein, ne? Ne? Oder es transformiert sich in dir was durch jemand im Außen, durch ein Coaching, durch eine Beratung, ne? Wo du dich befreist und wo du endlich hier in dir das Schöne annehmen kannst, ne? Hier geht es ja auch um Kommunikation. Und es wird erfolgreich werden, es wird ein Happy End geben, ne? Also davon profitiert dann hier diese ganze Ge Geschichte, dein ganzes Leben. So, dann schauen wir noch auf einen ganz besonderen Wunsch von dir. Worum geht es denn da? Und dann haben wir das Ass der Kelche, das Ass der Münzen, die Königin der Schwerter und Ying, also das Weibliche. Also, mit dem Ass der Kelche gibt es hier Chancen und Möglichkeiten auf Erfüllung. Auf Liebe, Harmonie, Geborgenheit, auf Selbstliebe, dein inneres Licht wieder anzuzünden und scheinen zu lassen, das, was ich hier gesagt habe, in die Selbstliebe zu kommen, in den Selbstwert zu kommen. Mit dem Ass der Münzen gibt es hier Chancen und Möglichkeiten auf Stabilität und Sicherheit, auf innere und äußere Fülle. Die äußere Fülle beinhaltet auch das Materielle, das Finanzielle.
Also hier gibt es Chancen und Möglichkeiten auf einen tollen Neubeginn, auf einen tollen Neustart, ne, was wir hier schon haben, wo die komplette Bandbreite dabei ist, ne? Wo was Stabiles, was Gefestigtes, was Geerdetes, was Fülle bringt im Innen und im Außen, ne? Was Gefühle mit sich bringt, was Liebe mit sich bringt. Und das hat was damit zu tun, dass du dich deiner Weiblichkeit bemächtigst in dir, egal ob du hier als Mann oder als Frau schaust. Es ist ja wichtig, dich für deine weibliche Seite in dir einzusetzen und die Wahrheit zu sprechen und die Klarheit zu sprechen. Mit der Königin der Schwerter haben wir hier ein Luftzeichen, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Na, es gilt hier klare Entscheidungen zu treffen, deine Wahrheit zu sprechen und immer gut zu kommunizieren, was du möchtest und was du nicht möchtest, und dich für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse einsetzen. Dann schickt dir hier das Universum dieses tolle Ass der Kelche und dieses tolle Ass der Münzen, ne? Wo es um Erfüllung in diesem Bereich geht, wo es um einen Neubeginn in diesem Bereich geht. Und das hat ganz, ganz viel mit deiner weiblichen Seite zu tun in dir, die hier hinter diesem Schleier wieder hervorkommen möchte und die wieder gelebt werden möchte. Ne? Also hier geht es darum, wenn du dich vielleicht auch oft von dieser weiblichen Seite ein bisschen abgewendet hast, um hier mehr ins Machen zu gehen. Das ist ja eher die männliche Seite. Ne? Hier darf wieder das Eis auftauen, hier darf wieder mehr Gefühl reinkommen. Hier darf wieder mehr dieses annehmende Prinzip reinkommen. Hier darf wieder mehr Leichtigkeit reinkommen, was wir hier schon haben. Hier dürfen wieder mehr Emotionen fließen. Ne? Das Weibliche ist ja das Weiche, das Harmonische. Ne? Und es darf hier wieder gelebt werden. Und dafür gibt es Chancen und Möglichkeiten in dieser Woche. Ne? Und wo es auch um Selbstwert und Selbstliebe geht, wieder das innere Licht anzünden. Und dich für dich einzusetzen. Ne? Hier geht es darum, dich für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse einzusetzen. Und auch hier geht es darum, hier kommt jemand unterstützend noch mit rein, ne? Dass du dich hier von dem abwendest, was eigentlich nur im Außen der äußere Schein war. Ne? Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, hier die weibliche Seite mit zu integrieren, das Weiche mit zu integrieren, weil diese Königin der Schwerter, die ist eher sehr, sehr hart, sehr tough, ne? Sehr, sehr kalt. Und hier geht es um das Warme, um das Liebliche, um das Weiche, um das Sanfte, die Sanftheit wieder mehr hier reinzuholen. Und dann kommen diese Asse auf dich zu, die hier einen wunderschönen Neuanfang anzeigen. Also ist wieder eine runde Legung, wie ihr seht, wo es hier um einen wirklich leichten, transformierenden Neuanfang geht, der viel Erfolg und ein Happy End bringen wird, wo es viel um Kommunikation geht, wo es darum geht, dich für dich einzusetzen und auch für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse zu kämpfen, ne? Und vergiss dabei deine sanfte Seite nicht. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig in dieser Woche. Ne? Dann kannst du dich hier von dem äußeren Schein befreien und kommst in deinem Inneren zu den Zehen der Kelchen, ne? Zu dieser harmonischen, liebevollen Energie in dir. Also sehr, sehr spannende Legung. Bin ich gespannt, wer damit in Resonanz geht. Wenn ihr mir ein Abo dalassen wollt, dann würde ich mich ganz, ganz sehr darüber freuen. Über einen Daumen hoch natürlich auch und über eure lieben Kommentare sowieso. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns am Mittwoch wieder, ihr Lieben. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.